Auf einer Demonstration für das Kompaktmagazin wurden zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, von der Polizei mitgenommen und abgeführt und mussten in einer polizeilichen Maßnahme diese T-Shirts ausziehen, andere T-Shirts anziehen, weil dort das Logo, das C von Kompaktmagazin, zu sehen war. Wir gucken uns das ganz genau an und damit moin zusammen. Ich bin Olli, für kritischen Content jetzt ein Abo dalassen. Und einige von euch haben ja mein Video gesehen, dass ich gesagt habe, es kursiert ja mittlerweile das Gerücht, dass es sein könnte, dass 348.000 YouTube-Abonnenten, genauso wie auch eine Auflagenhöhe von 40.000 Exemplaren pro Monat waren es ja angeblich, laut einem Bundestag-Anfrage-Antwort aus dem Jahr 2022, so hoch die Auflage. Und dann kann man ja sagen, so 10.000, vielleicht 30.000, vielleicht 50.000 Menschen, die das Magazin regelmäßig abonniert haben. Vielleicht sind die Zahlen ja über die letzten Jahre noch höher geworden. Gerade nach der C-Zeit ist es meines Erachtens zu vermuten. Und werden diese Leute, die dieses Magazin jetzt konsumiert haben, auch unter die Kontrolle gestellt? Und offensichtlich geht es schon los. Denn auf einer Demonstration wurde jetzt von der Polizei ganz höchstpersönlich hier vorgegangen gegen eine Frau, die zu sehen ist bei dem YouTuber Weichreiter TV, und einem Mann, die jeweils ein T-Shirt anhatten, wo das Logo von Kompakt drauf war. Und mir war schon bewusst, dass etwas in der Richtung kommen wird. Deswegen habt ihr auch gesehen, ich bin jetzt nicht hingegangen mit dem Handy, habe das Display hier abgefilmt, wo das Logo zu sehen ist, habe mein Handy mit dem Logo gezeigt oder ähnliches, weil man damit offensichtlich aufpassen muss. Ja, bei Presse und so weiter ist es bestimmt noch mal ein bisschen was anderes in der Berichterstattung. Aber ich bin da lieber einmal zu vorsichtig als unvorsichtig. Und das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass, denn das Ganze beläuft sich halt darauf, dass jetzt das C von Kompakt, also in dieser Schriftform mit diesem roten Kreis drumherum, als, wie sagt man, verfassungsfeindliche Symbolik gilt. Und die Frau wird dann auch hier von dem YouTuber, diesem Weichreiter, interviewt, so kurz befragt. Polizei steht davor, als ob das jetzt eine Schwerverbrecherin wäre, weil die ein böses T-Shirt trägt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und sie sagt, Zitat, der Vorwurf wäre das Tragen verfassungsfeindlicher T-Shirts. Und sie meint halt diese Symbolik, die halt drauf ist. Und auf ihrem T-Shirt, ich habe mir das auch gescreenshottet, damit ich euch das nochmal vortragen kann, was da drauf steht. Das ist halt nichts Schlimmes. Zitat, wir sind das geheime Deutschland und dann das C dahinter. So, that's it. Das ist wirklich alles. Und das ist halt wirklich absolut unfassbar. Zugleich wurde aber auch noch weiter hinten von der Polizei ein Mann in dieser Maßnahme behandelt oder wie das heißt, Dienstrecht, hier Aufnahme gemacht, war da auch immer, Dokumentation und so weiter. Der hat nachher dann, als er mit dem YouTuber dann ein Interview gemacht, auch noch ein Schreiben darüber, dass das Teil konfisziert wurde, dass er es nicht tragen durfte. Und dann heißt es nämlich bei dem Mann hier, auf seinem T-Shirt stand wohl drauf, wir sind frei und kompakt. Und dann nehme ich an, auch mal dieses Logo dahinter. Und das Krasse ist, der Mann trägt dann ein T-Shirt, was ihm ein anderer befreundeter Mensch zugebracht hat, weil er das andere halt ausziehen musste. Jetzt nicht mehr ausdenken, bringt ihm ein anderes T-Shirt und die kennen einige von euch, weil man die auch auf manchen Plakaten, bei Fotos oder auch bei Livestreams und so weiter gesehen hat, nämlich diese Sträflingsklamotten angezogen auf verschiedene Politiker, angespielt auf die C-Zeit, die auch zu C-Demos sehr, sehr viel zu sehen waren. Die T-Shirts damals, erzählt er aber auch noch, durften die früher auch nicht tragen, also vor 2-3 Jahren auf den Demos, und haben deswegen auch Probleme bekommen. Wie irre ist das denn? Jetzt dürfen die diese T-Shirts tragen als Alternative zu den T-Shirts mit dem C-Logo drauf. Also wisst ihr, Leute, wir werden doch weltweit ausgelacht, um was es hier geht. Und wisst ihr, ich habe da verschiedene Gedanken für. T-Shirts und Logos sind jetzt gefährdend. Nicht mehr Messermänner und andere Personen, die hier Leib und Leben gefährden von Menschen in Deutschland. Die sind jetzt nicht so wichtig, wie dass die Polizei jetzt hier ihre Zeit verschwenden muss und gegen Leute, die ein T-Shirt tragen mit einem gewissen Logo drauf, vorgehen. Wo soll das hinführen? Wird jetzt auf den Kennzeichen von Autos das HH verboten? Die 88 vielleicht ebenfalls? Dann verbiete ich jetzt hier, habe ich eine Forderung, ganz klar, jegliche Kennzeichen für die Hansestadt Hamburg. Die haben HH als Ortskennung. Ist auch nicht verboten. Wisst ihr, Leute, also man kann in so viele Sachen und Themen und so weiter
was rein interpretieren und was machen, zum Beispiel auch die 2.8 steht für Blood and Honor angeblich, also Blut und Ehre. Also wenn man jetzt damit wirklich anfängt, das ist unfassbar. Aber nochmal, bei einer friedlichen Demonstration, wo keiner irgendwie ausfallend geworden ist, Aggressionen passiert sind oder sonst was, dass die Polizei sich mit so etwas beschäftigen muss, das ist krass. Und ich frage mich allen Ernstes, und ich bin ja mit einigen Polizisten in Kontakt und jetzt welche, die solche Aktionen auch begleiten und mitmachen müssen, weil es ja ihr Auftrag ist, habt ihr da Lust drauf? Jetzt wirklich eine ganz triviale, einfache Frage. Kommt ihr euch da nicht zu blöd vor? Denn ohne das Böse zu meinen, dem Polizisten gegenüber. Aber wer den Polizeidienst für sich mal entdeckt hat, und ich als kleiner Bub wollte auch mal Polizist werden, man würde Böse schnappen, die Verbrechen begehen, die andere Leute hier überfallen, was Schlechtes tun, Bankräuber und so weiter. Aber doch nicht Leute, die friedlich demonstrieren für etwas mit einem Logo dann darauf. Das ist wirklich krass und dementsprechend, ich kann mir wirklich, basierend auf mein letztes Video nochmal zurückzukommen zu der Situation, vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass bei zahlreichen Menschen, die irgendwie in Verbindung stehen mit diesem Kompaktmagazin, Untersuchungen passieren. Hausdurchsuchungen, Untersuchungen, vielleicht Beobachtungen und sonst was. Das geht halt mittlerweile in eine Richtung, die ist sehr, sehr interessant, sagen wir es mal so. Es gibt ansonsten, zumindest habe ich jetzt bislang, wenn es welche gibt, schreibt es gerne in die Kommentare, noch keine ganz genauen weiteren Informationen, auch wie das Ganze jetzt rechtlich aussieht. Ich hatte ja auch darüber berichtet, dass die Situation bezüglich dem Anwalt vom Kompaktmagazin so geführt wird, dass er jetzt hier in einem Eilverfahren gegen dieses Verbot vorgehen möchte. Ist halt meines Erachtens auch definitiv notwendig, denn es kann nicht sein, dass basierend auf, also eine GmbH, eine Firma, die Kompaktmagazin gibt seit 14 Jahren, wie ich jetzt noch gelesen und recherchiert habe, hat zigtausende, wenn nicht sogar Millionen Euro Steuern über 14 Jahre hinweg dem Staat abgeführt, wird aber jetzt als Verein eingestuft. Und wenn ich bin steuerlich keine Experte, aber wenn ich das richtig verstehe, bezahlt ein Verein doch keine Steuern. Müsste jetzt die Bundesregierung dann nicht dem Herrn Elsässer und seinem Verein 14 Jahre bezahlte Steuern zurückzahlen? Habe ich das richtig verstanden und interpretiert? Es sind so viele Ungereimtheiten in dieser Situation, das ist schon absoluter Wahnsinn. Wegen dem T-Shirt. Also ich finde es einfach nur noch krass, was hier mittlerweile auf den Straßen Deutschlands passiert. Haltet euch im Laufenden, sobald es dazu wieder was Neues gibt und das wird es geben. Darüber sind wir uns alle im Klaren und einig. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren, schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.